Jo Leute, was geht? Willkommen zu Pokémon Purpur. Junge. Heute war die Pokémon Präsenz. Heute 25 Minuten ungefähr vollgepackt mit neuen Informationen. Unter anderem auch für Pokémon Purpur und Pokémon Karmesin zwei DLCs für den Herbst und den Winter. Darum geht's aber gar nicht, weil gleichzeitig wurde announced, dass die neuen Paradox-Pokémon von Viridium und Zyltium gekommen sind. Eisenblatt und Windewoge. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Windewoge ist so ein geiles... wie geil sieht das Pokémon bitte aus? Also hier scheiden sich die Geister, ob sie es geil finden oder nicht. Ich finde das mega, das Pokémon mega, mega nice. Das sieht so cool aus. Ja, und ihr habt es am Titel schon gesehen. Ich zeige euch, wie ihr diese beiden Pokémon am besten bekämpft solo. Weil ich hatte erst gedacht, es ist übel easy. Aber gerade bei Viridium, also bei Eisenblatt, ist es schon etwas schwieriger. Ich würde sagen, Windewoge schafft man echt chillig mit Shongqian zum Beispiel. Kann ich euch gerade mal zeigen. Weil Windewoge ist nicht so stark, habe ich im Gefühl, in den Raids. Wenn ihr euch Shongqian macht, mit Gigasauger und Metronom, der haut ja auch am Anfang direkt Sonnentag raus. Dann seid ihr mal 50% stärker. Und ihr habt übelste Verteidigung mit Shongqian. Ich würde auf Spezialangriff gehen und auf den Verteidigungswert. Und damit könnt ihr alles wegtanken, auch den Feuersturm, den Flammenwurf, der von Windewoge kommt, weil der kann Flammenwurf. Gar kein Problem gehabt mit Shongqian. Kann ich euch leider nicht zeigen, weil Windewoge könnt ihr nur fangen auf Pokémon Karmesin. Deswegen kann ich euch nur Eisenblatt zeigen. Eisenblatt ist aber auch mit Abstand der stärkere von den beiden. Da würde ich euch empfehlen, entweder Skellokrok, damit habe ich es bisher immer geschafft, oder Glatt Imperio. Ich würde aber sagen, wir gucken uns erstmal Skellokrok an, weil ihr euch mit Lodalith extrem hoch boosten könnt und dann extrem Schaden macht, um euch mit Muschelglocke dagegen zu heilen. Und das Ganze würde ich sagen, testen wir einmal hier. Ich werde den Kampf einmal komplett zeigen, weil ich weiß, wird sich öfters mal beschwert, dass ich hier einen Schnitt reinmache. Deswegen wird das Video wahrscheinlich ein bisschen länger, als es eigentlich sein müsste. Im Prinzip macht ihr nichts anderes wirklich, als Lodalith zu spammen. Ganz wichtig ist, dass ihr die versteckte Fähigkeit Unkenntnis auf Skellokrok drauf habt, weil sich Eisenblatt mit Schwerthand hochboostet. Oder ihr müsst den Boost halt wieder wegnehmen von ihm. Aber ich würde einfach Unkenntnis spielen und so kann er sich boosten, so viel er will. Das macht euch dann nichts. Und dann einfach die ganze Zeit Lodalith spam, euch selber hochwaffen. Dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Heute kam ja auch der Bugfix-Patch raus. Also das Spiel wurde angehoben auf die Version 1.2 und hat damit einige Verbesserungen bekommen. Unter anderem, was mir eben direkt aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass ihr jetzt in der Pokémon-Box ein Pokémon-Bericht aufrufen könnt und dann unter Attacken alte Attacken wieder beibringen könnt. In der Vergangenheit war es ja so, dass ihr wirklich das Pokémon in euer Team packen musstet und dann aus der Box rausgehen musstet und dann wieder auf den Pokémon-Bericht und dann konntet ihr es alte Attacken wieder beibringen. Das geht jetzt direkt in der Pokémon-Box. Unter anderem auch noch andere Bugfixes und neue Möglichkeiten reingebracht. Es gibt jetzt eine Verbindung zu Pokémon Go, das ist ganz cool. Im nächsten Monat soll die Verbindung mit Pokémon Home kommen und natürlich auch der DLC im Herbst und der zweite Teil im Winter. Wenn wir uns da mal an Schwert-Schild orientieren, da kam der DLC im Juni und Oktober. Juni und Oktober, glaube ich. Mai und Oktober. Auf jeden Fall 5 Monate auseinander. Wenn wir das hier auch so sehen, könnte im Juli schon der DLC da sein. Wäre ganz cool. Es wurde leider noch nicht so viel gezeigt, aber alte Pokémon kommen wieder. Es gibt neue Pokémon. Das wird ganz nice. Und ja, wie gesagt, ich würde jetzt normalerweise einen Schnitt machen bis zum Ende, bis wir es geschafft haben. Aber ich lasse es jetzt einmal komplett durchlaufen, damit ihr das einmal seht. Er macht hier eine Doppelattacke. Das ist... nicht so schlimm. Wie gesagt, mit Unkenntnis ist es ganz wichtig. Wenn ihr nicht Unkenntnis drauf habt, macht er so viel Schaden. Das ist übrigens auch der Grund, wieso ich Skellokrok und Glatt Imperio vorziehe.
weil ihr euch dann nicht mit Eisenabwehr selber gegenboosten müsst, gegen diesen Schwertanz, und einfach stumpf Loderli drücken könnt. Das ist wirklich... Also, wir haben es eben im Spiel mehrmals verkackt gegen Eisenblatt. Wegen Schwertanz und dem Elektrofeld macht er wirklich sehr viel Schaden. Und da ist Unkenntnis wirklich ein Segen. Wirklich, wirklich mega, mega gut. Und dass ihr euch mit Loderli halt auch noch selber bufft. Aber ihr seht, ne, die Zeit ist ein absoluter Killer hier. Ist zwar nur 5-Sterne-Raid, aber ist trotzdem irgendwie ganz schön anspruchsvoll. Ich hatte auch erst überlegt, gar kein Video zu den beiden zu machen, weil wir hatten zuerst Windewoge, also die Paradoxform von Psycume gemacht und die direkte First Try, das war recht easy. Und dann hier Eisenblatt gemacht und den auch sofort geschafft. Wahrscheinlich waren wir da einfach nur übel lucky. Und danach haben wir in der Community bestimmt 4-5 Raids Eisenblatt nicht geschafft. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht wäre es doch sinnvoll, da ein Video zu machen. Damit ihr wisst, ey, seht ihr, es ist wirklich, ihr müsst nur Loderlied und Unkenntnis haben, dann ist es wirklich gar kein Problem, weil ihr alles Resistenz, ihr habt eine Resistenz gegen Vielender, gegen Psycho-Schneide, gegen Laubklinge, also der macht gar nichts. So, dann sollte der jetzt hier auch vorbei sein. Oha. Der hat aber gesessen. Okay, wir sind Erster. Ich zeige euch nochmal ganz kurz die Werte von Skello. Von Skellokrog. Nicht, dass jetzt hier nochmal knapp wird. Was ist denn da los? Hat er mich zurückgesetzt? Oder wie? Ich glaube, er hatte mich jetzt einmal zurückgesetzt. Kann das sein? Ah, da ist er tot. Okay. War doch irgendwie... komisch. Egal. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal die Werte. Ich habe den nämlich auch Spezialangriff gemacht mit einem mäßigen Wesen und KP hoch. Es wäre aber auch eine Idee, anstatt KP hoch zu machen, die EVs, Verteidigung hoch zu machen, damit eben Eisenblatt weniger Schaden macht. Weil ihr habt ja gerade gesehen, vor allem diese Psychoschneide macht echt viel Schaden. Obwohl ich Unkenntnis habe. Hier auch nochmal interessant, Psychoschneide ist 50% Stärke in einem Elektrofeld. Boah, das wird richtig nice in der VGC, fällt mir gerade auf. Da würde es natürlich auch Sinn machen, wenn ihr am Anfang sowas wie eine Attacke macht, womit ihr das Feld zerstören könntet. Mir fällt da zum Beispiel ein von, was habe ich immer gemacht mit Arctilas zum Beispiel, diese Eisattacke, wie heißt die nochmal? Eiskreisel, genau. Eiskreisel habt ihr jetzt natürlich nicht auf Skellokrog, aber das wäre eine Idee. Ja genau, Skellokrog wollte ich einmal zeigen. Bericht. So sieht das aus, Spezialangriff KP hoch, aber ihr könntet halt auch Verteidigung hoch machen. Das wäre auch gut. Und wichtig, Unkenntnis ist sehr, sehr wichtig. Hier Unkenntnis mit einem Pflaster drauf machen und dann einfach Loderlied die ganze Zeit spammen. Ihr habt gesehen, das war dann relativ easy. Und wie gesagt, Windewoge solltet ihr eigentlich wirklich gar kein Problem haben. Windewoge könnt ihr Shang-Chi annehmen und Gigasauger spammen. Oder halt irgendein anderes Elektro-Pokémon wie Eisenhand. Das ginge auch. Das ist kein Problem. Wichtig ist halt immer Muschelglocke oder wenn ihr eine KP-stehlende Attacke habt, dann Metronom. Und ja, das war das für das Video. Wenn euch das gefallen hat, gerne ein Like auf dem Video lassen. Mich würde sehr ein Follow auf dem Kanal freuen. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.